Und ganz sicher ist jetzt schon mal, dass wir gleich gemeinsam ein ganz großes Jubiläum feiern. Ein Jubiläum einer Band, die ja so viele Hits hat wie kaum eine andere deutschsprachige Band. 40 Jahre stehen sie schon gemeinsam auf der Bühne. Und ich sag dir eins, hätten wir dieses Schlagerduell bei Kai mit den Hits dieser Band gespielt, ich kenne jeden Text, da wäre ich ganz weit vorne gewesen. Und dieses Jubiläum, das feiern wir jetzt mit der Frau, die heute an meiner Seite steht. Herzlich willkommen nochmal auf der Showbühne, Beatrice Egli. Fantastisch aus. Vielen wow. Dank, Florian. Sehr schönes Outfit. Ich bin begeistert. Ich dachte, ich bin ein Geschenk für dich mit Schlaufe. Oh, ich darf ja momentan nicht öffnen. Ach, Corona, ja. Ne? Sonst wäre ich schon ausgepackt. Nein, das hast du gesagt. Beatrice. Vielleicht an Weihnachten dann. Ja, wenn du dann nochmal ein Schleifchen hättest für mich. Mach okay. Ich lass mich überraschen. Ich werde rot. Deswegen bin ich an die Sendung gekommen. Ich mache die Welt ein bisschen bunt und dir schenke ich auch ein bisschen Farbe ins Gesicht. Und rot steht dir gut im Gesicht. Ja, sehr gut. Liebe Beatrice, jetzt werden wir wieder seriös. Unser Team hat nämlich Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer auch für dich gesammelt. Und nachdem du ja mich schon befragt hast, bin jetzt ich dran. Mhm. Okay? Bist du bereit? Gerne. Bist du ordentlich? Ordnung? Ist das was zu essen? Ich bin so unordentlich. Und ich bewundere Menschen, die jeden Tag so schön geordnet den Schlüssel dahin legen, wo er hingehört. Ich suche den Schlüssel immer. Ich meine, ich kann ihn auch einfach am gleichen Ort hinlegen. Ich kann das nicht. Und ich bewundere wirklich Menschen, die das können. Ich bin Chaos pur.
ich kann das. Aber es wird auch nie langweilig deswegen. Nein, ich kann das wunderbar nachvollziehen. Ich kenne das von mir. Ja, ja, absolut. Ja, aber wie? Wer hat die Ideen zu deinen Outfits? Ah, in dem Fall, in dem schönen bunten Fall, ist es Nico aus Wien, der in die bunte Welt eingetaucht ist und mir das designt und geschneidert hat. Und ich finde es einfach nur großartig, wenn jemand auch so mutig ist und sagt, ja klar, bunte Welt, ich gebe alles. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Oh, und jetzt möchte noch jemand wissen, Beatrice, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Guck mal. Wer mich anguckt. Wir sehen uns doch nicht das erste Mal, Florian. Ja, es hat einfach keinen Sinn. Aber ja. Dein Blick ist wunderschön. Danke, danke. Und bei uns war es nicht lieber auf den ersten Blick, nein. Nee. Aber ich habe das schon erlebt. Und ich glaube auch daran, so mit 14 oder 16 habe ich das tatsächlich mal erlebt. Es war aber auch das erste und einzige Mal bisher. Aber vielleicht kommt es noch. Aber was ich auch erlebt habe, ist gar nicht so lange her. Man sieht einen und denkt so, boah, schockverliebt. Aha. Dann machst du den Mund auf und du denkst, nee, das geht gar nicht. Also ich finde es auch noch wichtig, was da rauskommt, wie ihr denkt und wie ihr fühlt. Aussehen allein nützt nichts. Und ich finde, so Aussehen kann man ganz schnell verändern. Ne? So Haare schneiden, zack, alles weg. Hast du bei mir alles schon gemacht? Ja, wie bei dir alles schon hat gemacht. Hat auch noch nichts geholfen. Ja, aber wir waren so. Also Beatrice, ich würde natürlich jetzt gerne noch ein bisschen tiefer nachfragen hier bei diesem Thema. Aber nein, wir wollen ja heute gemeinsam gratulieren.